Mein Bruder ist früh gestorben. Irgendwann hab ich den Kontakt zu ihm verloren, aber ich habe gemerkt, er war für mich ein sehr wichtiges Vorbild. Ne? Mehr noch als mein Vater durch diese, also das hat mir sehr imponiert, wenn der seine Berichte geschrieben hat. Ne? Der musste ja auch in der Lehrzeit Zeichnungen machen, diese Schaltungen und so. Das hat mich total fasziniert. Mit so einer schwarzen Tusche hat er das aus. Und das war für mich nachher hier auch in der Schule Ansporn. Ich habe so die Unterlagen noch aufgehoben. Siebte Klasse, die ersten paar Blätter in einem Mathehefter sahen katastrophal aus. Und plötzlich fange ich an, mit schwarzer Ausziehtusche das zu umranden und die Schrift und so. Und dann war das ganz brillant. Ja, also mein Bruder war für mich in dem Sinne also dann Vorbild. Das heißt, Ja. der war deine Hauptbezugsperson? Kann man so sagen, ja. Der hatte ja dann auch, der hatte dann ein eigenes Auto, ne? Die Isetta, ne? Macht hoch die Tür und hat dann ein Autoradio eingebaut. Ein Autoradio damals brauchte 200 Volt wegen der Röhren, ne? Und die Batterie hatte 6 Volt. Das heißt, du brauchtest einen Zerhacker. Der hat die Gleichspannung in Impulse zerhackt, dann Trafo und dann hoch auf 200 Volt. Das wog alles eine Tonne. Das heißt, die Tür brauchte eine verstärkte Feder, damit die mit diesem Gewicht des Autoradios und Zerhackers aufhing. Ja? Das kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir gebaut, eine stärkere Feder in diese Tür einzubauen. Das war sehr schwierig. Ne? Und Isetta war ja ein lustiges Auto, ne? Das hast du so ein bisschen hochgekippt, dann kam es an den Motor ran. Der fuhr nicht schnell, aber wir sind dann raus an die Havel, große Fenster, am Grunewaldturm in der Nähe. Und dann sind wir baden gewesen mit dem Auto. Und dann hatte er ein Boot, ein Segelboot. Das war natürlich für mich ganz toll, da mitzufahren. Ne? Also insofern war der für mich eine ganz wichtige Bezugsperson. Auch mein Vater. Da war ich 14, glaube ich, als der starb. Na? Und dann fehlt schon mal was mit 14. Na? Ja.